Nerd Podcast. Herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast und gleichzeitig zu einem neuen Nerd Talk. Und ich habe wieder meine beiden Gaming-Kollegen eingeladen, nämlich einmal den Flo. Hallo Flo. Hallo. Und einmal den Xaneb. Hallo Xaneb. Hallöle. Wir sind live bei Twitch mit unserer Aufnahme, deswegen nicht wundern, wenn ich was in den Chat natürlich erwähne. Und deswegen, Ommel, lass dir deinen Kaffee schmecken. Wir wollen heute über Gaming reden, und zwar über das, was wir aktuell so spielen. Letztes Mal waren wir im Retro-Bereich. Diesmal haben wir gesagt, wir gehen mal aufs Aktuelle. Und ich glaube, der einfachste Weg einzusteigen ist das, was wir jetzt wochenlang gespielt haben. Wir haben nämlich SnowRunner gespielt. Flo, für dich war das ja ein PC im Neueinstieg. Wie findest du denn generell so SnowRunner als Spiel? Grundsätzlich finde ich es ganz spannend. Also das sind natürlich Herausforderungen, denen man sich da stellt. Das kannst du jetzt nicht vergleichen wie also mit einem Euro-Truck-Simulator, wo man eigentlich nur Asphalt fährt und zusehen muss, dass man die kurze Strecke nimmt und seine Ware abliefert. Hier muss man ja beides tun. Man muss ja die Ware entweder holen und abliefern oder nur irgendetwas bergen. Mhm. Aber man hat halt mehr mit der Strecke selber, mit dem Untergrund zu kämpfen, als mit allem anderen. Und da wird es dann halt auch wesentlich technischer als bei beim Truck-Simulator, ne? Mit Allradantrieben und Lastgängen und erstmal sondieren, wo kann ich überhaupt langfahren mit Seilzügen. Also ich finde das hochspannend. Das glaube ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jörg Salve, du bist doch hier so ein bisschen der Grundausbilder von uns beiden. Wie ist das denn für dich, wenn du uns hier so durchs Spiel geleitest? Oh, macht einfach Spaß. Ist ja jetzt nichts Schlimmes, dass man euch mal was erzählen muss. Hauptsache, man fährt mal als Team fröhlich durch die Gegend. Ja. Ob ich da dann jetzt sage, hier, ihr müsst auf A, B oder C drücken, um eure Ladung zu laden, das ist ja jetzt einfach... Kann ja genauso beim normalen Spielen auch passieren. Ja, stimmt. Aber es ist schon so ein bisschen, manchmal kommt es ein bisschen vor, als hätten wir so einen Ausbilder eben mit hinten drin in unserer Kolonne, der immer guckt, dass wir das ordentlich machen. Ja. Aber netter als meine Ausbilder, die ich eine Ausbildung hatte. Mhm. Sanab, der weiß immer ganz genau, wie was geht, wo man an welchem Knopf im Menü drücken muss. Ich finde es ein bisschen unzugänglich. Man muss es schon ein paar Mal gemacht haben, um das irgendwie zu verstehen, diese Menüführung. So ging es mir jedenfalls. Und Sanab kennt das alles aus dem FF, weiß, welche Geräte man braucht, um welchen Auftrag lösen zu können überhaupt, wo man am besten langfährt. Typisches Beispiel, da sieht man eine kurze Strecke auf der Karte, man steckt die irgendwie ab, parkiert die, will da langfahren und Sanab sieht das und da würde ich jetzt nicht langfahren. Also er weiß, dass da im wahrsten Sinne des Wortes eine Menge Dreck wartet. Da bin ich schon ein paar Mal umgekippt. Fahr da lieber nicht lang. Ja, genau. Ja. Das heißt, Erfahrung gelernt aus Schmerz, ja? Das Übliche. Richtig. Dieses typische deutsche Lernen. Wir lernen aus Schmerz. So habe ich das zumindest mal gehört. Wir lernen am besten, wenn wir etwas gemacht haben, was uns selbst keinen Spaß gemacht hat. Lernen aus Schmerz. Xaneb, was gefällt dir am meisten an SnowRunner? Das ist quasi das Spiel, das ist einzigartig. Es gibt, es ist nicht wie Call of Duty 1 bis 17, immer wieder das Gleiche. Es gibt halt SnowRunner und du fährst durch den Matsch Sachen ausliefern. Mhm. Es ist wirklich so ein entspanntes, meistens Gefahre. Du kannst nebenher abschalten. Mhm. Du hast alle Zeit der Welt und es ist halt nicht auf Hochgeschwindigkeit ausgelegt. Ne? Du musst nicht innerhalb von 10 Minuten ankommen, das Zeug ausliefern. Genau. Du musst ankommen. Das ist das Einzige. Komm irgendwie an. Und am besten fährst du, um sicher anzukommen, zweimal um die Karte außen rum und fährst eben nicht den Schleichweg. Ja, es ist halt das ist das Faszinierende. So entschleunigend irgendwie, oder? Genau. Ganz völlig richtig. Das ist sehr schön entschleunigend. Wo findest du das auch so? Ja, über den Aspekt habe ich nie nachgedacht, aber Xaneb hat völlig recht. Du fährst nie gegen die Zeit an. Ne? Das sind auch immer so Aufgaben, die ich in anderen Spielen nicht so gerne mag, wenn da irgendwo ein Counter abläuft und du stehst jetzt unter Stress. Mhm. Du musst jetzt Leistung bringen, du musst fertig werden, ansonsten hast du irgendwie Mission failed, hast es nicht geschafft. Und das hast du bei dem Spiel an keiner Stelle, oder? Also wird mir jetzt nicht einfallen. Es gibt so ein paar Zeitrennen, aber selbst die sind, glaube ich, recht entspannt, ne? Genau, die Zeitrennen, die sind sehr entspannt, finde ich. Und selbst wenn du ewig brauchst, wirst du halt immer noch Bronze und hast sie geschafft. Ja, immer super. Das die, so. Kannst du die gar nicht failen, die Rennen? Also kannst du die auf jeden Fall abschließen?
Soweit ich weiß, ja. Ich muss sagen, ich habe die immer übersprungen, weil ich keine Lust darauf hatte. Ich habe alles andere gemacht. Nur die Zeitdinger nicht. Genau, sie sind aus. Die sind dafür da. Die kannst du immer wieder wiederholen und kriegst jedes Mal Geld dafür, wenn du mal, keine Ahnung, irgendwas versaut hast. Ah, okay. Du brauchst Geld. Dann fährst du so das Teil 1 nach dem anderen, immer das Gleiche. Mhm. Also einfach zum Geld beschaffen ist das praktisch. Ja, gut, ja. Okay. Verstehe ich. Genau. Das ist dann natürlich nett, wenn man das dafür nutzen kann. Hat jemand von euch den Vorgänger Mud Runner gespielt? Ja. War der vergleichbar, Xanab? Es waren zwei davor schon, wusste ich gar nicht. Es war Mud Runner und Spin Tires. Spin Tires war, glaube ich, das erste. Ah, dann okay. Kam Mud Runner und dann kam Snow Runner. Sind die alle irgendwie einzigartig oder haben die zumindest irgendeine gewisse Ähnlichkeiten, die drei? Also das erste Spin Tires war hauptsächlich so eine Tech-Demo, würde ich sagen. Da war es ja ganz faszinierend. Du fährst irgendwo durch den Matsch. Der Matsch geht weg unter deinen Reifen. Du musst wirklich Allradantrieb benutzen. Ah, okay. Und ja, so wirklich transportieren gab es nicht. Es gab Holz. Ich glaube, das war einzige Baumstämme. War wirklich das einzige. Bist drum, hast ein paar Fahrzeuge freigeschaltet und hast du Holz von A nach B gefahren. Ja, okay. Sehr, sehr, sehr rudimentär im Vergleich zu SnowRunner. Mud Runner war dann schon ein bisschen mehr, hat aber auch nur Holz gehabt. Aha. Da waren aber schon die Engine besser, größere Fahrzeuge. Ich glaube, beide ausschließlich russische Fahrzeuge. Mhm. Und irgendwo in der Pampa und durch die Gegend fahren, aber auch keine Aufträge wie reparier irgendwas, um eine Brücke freizuschalten. Nee, war eigentlich alles da. Wenn du einen neuen LKW wolltest, stand da hinten einer rum, bist halt hingefahren und dann konntest du in den einsteigen. Ah, was du bald auf der Karte gesehen hast. Also auch keine Türme und nichts. Ja. Und das Einzige war halt, bring 20 Ladungen Holz von A nach B. Und lange Stämme waren dann halt 5 Ladungen, glaube ich, mittlere 3 und kleine 1. Okay. Ja, und dann konnte sich halt entscheiden, wie ich öfters fahren. Und das war's. Und dann gab es halt ein paar Maps. Also auch nicht so verbunden, wie du kannst durch den Tunnel in die zweite rüberfahren. Das waren halt einfach unterschiedliche Maps. Also Snowman ist schon echt so der Primus der dieser Trilogie eigentlich, ne? Weil ein neues Spiel ist ja jetzt wieder ein ganz neuer Ansatz, wie es aussieht. Ja, richtig. Habt ihr das neue schon irgendwo? Das ist ein richtiges Spiel. Genau. Nee, ich hab's noch nicht geholt. Neue noch nicht geholt. Hast du das, oder Flo, hast du das neue schon mal gesehen? Dieses Expeditions, a Snowrunner Game oder wie das heißt? Wir haben drüber gesprochen, als wir es zusammen spielten, aber gesehen hatte ich das noch nicht. Nein. Ich auch noch nicht. Ich habe auch noch nichts gesehen. Xan, du hattest es schon mal irgendwo gesehen, ne? Ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt. Mhm. Ja. Genau. Und weckt also das auch dein Verlangen danach? Ich werde es definitiv mal ausprobieren. Mhm. Ich hatte es mir eigentlich jetzt für den Urlaub vorgenommen, aber wie üblich ist nicht mal ansatzweise dazu gekommen. Ich kaufe mir keine Spiele mehr für den Urlaub, weil ich genau weiß, die schaffe ich dann in dem Urlaub eh nicht. Ja. Habe ich aufgegeben, diese Idee. Ja, das ist das eine entspannte Spiel, was wir so spielen. Und wir haben aber auch zusammen schon anderes Entspanntes gespielt. Und da möchte ich mal unseren Hauptcaptain hier ins Boot holen, der das nämlich, glaube ich, von uns dreien am meisten spielt, nämlich den Flo. So, ich rede von Sea of Thieves. Sea of Thieves ist ja eins, was du ja nicht nur mit uns, sondern auch mit der Familie quasi spielst. Was ist die Faszination an Sea of Thieves? Also für mich ist es das Gefühl, wieder zurückversetzt werden in das, ich nenne es jetzt mal das Playmobil-Zeit, in diese Playmobil-Alter zurück. Du hast da dein Schiff, du hast da deine kleinen Figuren, da steckst du zwar selber drin und läufst damit durch die Gegend, kannst auch auf die Third-Person-View schalten und die Abenteuer erleben, die man sich praktisch immer ausdenken musste, ne? Die man aus Filmen kennt, von Hörspielkassetten. Da hast du deine Figuren in der Hand gehabt als Kind, hast damit rumgespielt mit den Kumpels zusammen und jetzt machst du das virtuell, kriegst die Grafik halt vorgegeben und wirst so angeleitet. Kannst Schätze finden, kannst Skelettgegner angreifen, Seeschlachten, es gibt den Riesenkraken, es gibt, gut, das hatten wir damals nicht gespielt, diesen Urzeithai, diesen riesigen, der da immer rumschwimmt. Oh, okay. Also ich mag das Spiel irgendwie. Du kannst auch handeln mittlerweile, auch das kannst du tun. Das fehlte mir immer so ein bisschen in dieser Simulation, dass du wirklich gucken kannst, ich fahre jetzt den und den Hafen an, da weiß ich, da wird die und die Ware angeboten, weil die da erzeugt wird, ist so günstig, dann lädst du das auf und fährst zu einer anderen Insel, um die da teurer zu verkaufen, um damit Profit zu generieren und dann hast du halt Mitspieler, die dich auch jederzeit angreifen können und das tun die auch, sehr, sehr fleißig sogar. Ja.
Ja, also für mich ist die Faszination eigentlich das Nachspielen können am Rechner heute, was man damals als Kind mit seinem Spielzeugen spielte. Ja, verstehe ich gut. Ich habe SnowRunner jetzt erst gekriegt mit den Stories, die man eingebaut hat. Wir haben ja jetzt quasi zwei Stories. Wir haben einmal die Flut der Karibik-Story mit Jack Sparrow, die wir noch spielen müssen. Und wir haben die Monkey Island-Story. Und die haben wir ja bereits gemeinsam gespielt. Wie war denn so dein Gefühl, als du gehört hast, okay, Sea of Thieves bringt jetzt Monkey Island? Hattest du Sorgen oder hast du dann geglaubt, dass sie das gut umsetzen können? Ja, Sorgen hatte ich jetzt nicht, aber dass es so gut wird oder so Monkey Island wird, wie es im Endeffekt geworden ist, hatte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ich dachte eher so, das wird, ja, sie machen halt ein paar Charaktere aus Monkey Island rein, so Skinpack. Ja, so ein bisschen wie Fortnite, ein bisschen, ne? Durchlaufen. Ja, genau, mit sowas hatte ich eher gerechnet. Dass es dann wirklich so gut ist und so schön umgesetzt, mit so viel Liebe zum Original, was man gemerkt hat, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, ich finde auch, es hat mich vom Herzen auch sehr berührt, dass man so mal Monkey Island, die ganzen Sachen aus einer anderen Perspektive erlebt. Flo, du hast ja gesagt, du hast Monkey Island seit den frühen Zeiten, als es rauskam. Da hast du es, glaube ich, gesehen, ich weiß gar nicht. Du hast gesagt, du hast es seitdem nicht mehr gesehen und nicht mehr gespielt, ne? Ich habe den Teil 3, nee, welcher war denn das? Also 3 ist die Comic-Grafik, das ist dieser mehr Comic-artige. Nee, das habe ich schon nicht mehr gespielt, sondern die wirklich pixelige Grafik von damals noch, 486er Zeit. Da habe ich die alle gespielt, die Teile. Von 1 und 2 wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Und danach gar nicht mehr und habe dann mit euch zusammen die Sea of Thieves-Variante von Monkey Island wieder gespielt. Hat es bei dir viele Erinnerungen wieder hervorgerufen? Ja, ich habe ja schon vieles wieder vergessen gehabt aus den alten Spielen, weil es ja nun wirklich schon lange zurückliegt. Und wenn du dann diesen dreiköpfigen Affe, das ist ja noch was sehr Markantes, da spricht man ja immer, das ist ja ein Running Gag, den kennt man natürlich. Aber auch dieser Affe mit diesen, wie war das, mit diesen Oropax oder so. Ja, ja, ja. Genau, dieser Eingang zu dieser Unterwelt. Das fand ich klasse. Die Musik natürlich ganz am Anfang, als praktisch das Intro gespielt war und man fährt diese Insel an und dann ertönten diese Klänge, war für mich so ein kleiner Gänsehauteffekt. Also ja, ich habe da einiges wiedererkannt und ich mochte das halt auch. Und was natürlich neu ist, dass man das mit anderen Menschen zusammenspielen kann. Das war ja früher nicht möglich. Ne? Das ist natürlich immer so ein Extra-Gimmick dabei. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Schöne, ne? Bei Adventure ist man ja meist alleine, man hat jemanden neben sich sitzen, mit dem man das so spielt. Und Sea of Thieves hat es halt geschafft, uns eine Mischung aus so einem Mini-Abenteuer und der Adventure-Welt zu schaffen. Es ist halt nicht das typische Adventure, aber es ist halt schon mit Rätseln verbunden, wie es bei Sea of Thieves ja relativ typisch ist. Und dann halt auch dieses Gefühl reinzubringen von Monkey Island. Egal, das zu schaffen, bin ich sehr überrascht, dass die das so gut hingekriegt haben, weil so ein Gefühl aufzugreifen, was so viele Jahrzehnte schon überdauert, das ist gar nicht so einfach. Das haben sie echt gut gemacht. Das ist ein echt anspruchsvolles Vorhaben. Wer mag denn diese Spiele? Das sind doch meist in Anführungsstrichen die Alten, die kennen. Und wenn du dann was Neues anbietest und die spielen das dann, wenn die dann sagen, jawohl, das ist ein schönes Spiel, dann hast du es geschafft. Genau. Mich hat man dadurch für Sea of Thieves gewonnen. Ich habe es vorher nie gespielt, weil ich halt auf PvP keine Lust habe. Und jetzt haben sie mich durch die Story gewonnen. Jetzt weiß ich ja, es gibt jetzt auch PvE. Man muss nicht mehr PvP spielen, sondern kann auch rein PvE spielen. Und deswegen möchte ich mit euch auch irgendwann im Sommer nochmal Sea of Thieves spielen. Wir müssen ja eh noch Jack Sparrow helfen. So ist das ja nicht. Und was man auch mal ran kann, was ich total witzig fand, ist, dass ich euch abschießen konnte mit der Kanone. Fand ich eine sehr schöne Sache. Und der Flo schießt auch gerne mit Kanonen. Und zwar hast du zuletzt den Story-Modus von Call of Duty gespielt, vom 9. Was sagst du denn zu der Call of Duty-Story? Die ist jetzt bei Call of Duty Modern Warfare 3, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt gibt. Genau, also diese Kampagne, die ich da gespielt habe, die finde ich gut. Also ich nutze das immer ganz gerne, um vom PvP wegzukommen und sich ein bisschen mit der Steuerung und den Waffen und so weiter vertraut zu machen, damit du einfach weißt, was bietet das Spiel an, was will das eigentlich von dir. Gut, das ist beim Shooter jetzt nicht großartig kompliziert, aber die Steuerung, Tastenbelegung, das kann man sich damit ganz gut aneignen. Ich mag die Kampagne, also ich fand die spannend erzählt. Sondern hast du nochmal ein Call of Duty gespielt in letzter Zeit? Letzte Zeit überhaupt nicht. Was ist wirklich sehr lange her. Ich wollte gerade sagen, was war denn dein letzter Shooter dieser Art? Du spielst schon mal PUBG, ne? Immer mal wieder.
Genau. Das ist ja ein bisschen anders ist, von der Idee. Was anderes, genau. Wobei das... Call of Duty war, glaube ich... Ja? Entschuldigung, ja. Ja, ruhig. Es war, glaube ich, Modern Warfare 2, aber... Nee. Aber das alte, nicht das neue, oder? Warfare, aber das alte, nicht das neue, richtig? Mhm. Also schon einige Zeit. Boah, wie lange war das? Was ist das denn? Das ist, glaube ich, schon... Hat das schon die 10 Jahre? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ist aber schon ein paar Jährchen her, das Ganze. Weil ja. Ich aber eigentlich auch nur ein Singleplayer-Spieler bin und nie dann das Geld ausgeben wollte für ein Spiel, das eigentlich fast nur auf ja, online ausgelegt ist, obwohl ich eigentlich immer nur die Kampagne spielen wollte. Und ja gut, okay. So krumm, aber sie war auch sehr gut. Ja, muss auch sagen, wenn du eine Kampagne spielen willst, sind dann auch 70 Euro für eine Kampagne vielleicht ein bisschen viel Geld bei so einem Spiel. Da muss man sich das echt überlegen, ob es das dann wert ist. Ich spiele ja den Multiplayer bei Call of Duty gerne, allein wegen dem Woody, weil ich ja mit denen und seiner Truppe immer spiele. Ich bin rottenschlecht eigentlich in dem Spiel, aber ich habe immer einen... Ja, das glaubst du. Ich habe aber immer Mordscouty mit den Leuten. Das heißt, ich kann noch so schlecht sein, wenn die richtigen Leute dabei sind. Dann machen mir auch solche Spiele Spaß. Wer es nicht geschafft hat, war PUBG. Die haben mich nie reingezogen. Da konnten die Leute noch so nett sein, mit denen ich gespielt habe. Das Spiel hat mich mehr gefrustet, als es mir Spaß gemacht hat. Bei Call of Duty glaube ich zumindest ab und zu jemanden zu treffen. Oder ich sehe es dann auch. Das hatte ich bei PUBG leider, dadurch, dass das ein anderer Stil ist. Dieses, wie schimpft sich das, Battle Royale, ne? Wo du halt auch nicht immer wieder nachjoinen kannst, ist da so ein bisschen schwieriger. Bei Call of Duty ist halt so, wenn die normalen Multiplayer starten spielst, dann stirbst du halt und kommst wenige Sekunden später wieder. Die haben ja auch diesen Battle Royale mit Warzone. Das macht dann mal Spaß, aber auch halt nur bedingt. Ich bin, glaube ich, eher für diese Shooter, wo du viel Respawn hast, eher zu haben. Weil sonst sitze ich mit meinen minimalen Skills einfach zu lange rum. Du bist ja. Eher so PUBG, ne? Das klappt eher so nach deinem Geschmack, oder? Ja, seit einem Jahr. Das hat eine sehr steile Lernkurve. Wenn du mal drin bist, klappt es eigentlich ganz gut. Mhm. Wir haben jetzt auch ein gutes Team, auch unter einem Ommel, wo wir alle gleich schlecht sind, sag ich mal. Da wartet man dann auch nicht so lang. Und sie haben ja auch mittlerweile ein Respawn-System. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ein kleines, ja. Wie geht das denn bei also, denen? Wenn einer stirbt, der hat so einen Chip, dann musst du das halt einsammeln und zu einer bestimmten, so ein Blue, keine Ahnung, wie das Gerät heißt, sieht aus wie so ein Baustellengenerator hingehen. Ja. Und dann kommt der wieder zur nächsten, also wenn die Zonen kleiner werden, kommt der dann das nächste Mal wieder. Ach, das wenn ist ja dein cool. Team zu der Zeitpunkt dann noch lebt. Ja, okay. Sehr witzig. Oh, ich sehe gerade, habe ich ganz überlesen. Oma hat Apfelkuchen gebacken. Ja, ich nehme 2 bis 12 Stücke davon. Danke. Du wolltest gerade noch was sagen, Flo. Wie ist das denn für dich, diese Multiplayer-Spiele dann abseits der Story? Hast du dich auch schon ein bisschen reingekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, so ein bisschen, aber ich musste natürlich frustriert feststellen, dass ich da... Es kann natürlich nur an der mangelnden Praxis liegen. Genau. So gar keine Schnitte sehe. Also du lebst... Also ich lebe da keine 2 Sekunden, dann bin ich wieder weg. Das geht mir aber auch teilweise bei Battlefront so. Du stirbst auf einmal und weißt gar nicht, aus welcher Richtung der Schuss kam. Ja, genau. Das kenne ich auch. Du musst auch mal mit dem Woody spielen. Da wirst du deutlich entspannter, weil die Gruppe alle so entspannt sind. Dann wirst du auch besser mit der Zeit, weil die dir ein bisschen zeigen. Das Problem ist nur, dass die zu einer Zeit anfangen, mit 22 Uhr, wo es für dich eigentlich schon fast wieder zu spät ist am Tag. Ne? Ja. Ja. Das ist halt diese Problematik, ja. Und wenn du keine Lust hast, gegen andere Gegner zu spielen, dann kannst du gegen außerirdische Krabbelfiecher oder Roboter spielen, nämlich in Helldivers 2. Das hat der Xaneb jetzt schon so 2-3 Stündchen gespielt. Ich habe mich letztes Mal gewundert, wie viele du da schon gespielt hast. Und ich habe jetzt auch mal reingeguckt. Ich habe mich auch gewundert, wo ich letztes Mal geguckt habe, wie viel ich da schon gespielt habe. Das ist unglaublich. Das macht viel, viel richtig. Das macht sehr viel Spaß. Es ist so ein bisschen, ich würde sagen, für mich gefühlt Nachfolger für World War Z vom Spielspaß her, finde ich. Mhm. Ganz andere Thematik, aber vom Gefühl her, ne? Das ist irgendwie cool. Es ist viel mehr Chaos. Ich weiß nicht, hast du es alleine gespielt oder bist du mit einem Random-Gruppe losgezogen? Mit einem Random-Mitspieler. Ah, okay. Also es ist viel lustiger, wenn du Leute im Discord hast. Ja, das glaube ich. Und man wird sich andauernd gegenseitig umbringen. Es gibt ja Geschütze, die schießen auf die Gegner. Und wenn du zufällig zwischen dem Geschütz und dem Gegner stehst,
dann schießt es halt auch mit auf dich. Oh. Wenn du einen Airstrike anforderst, ja, und dein Mitspieler steht dann halt da drin, ja, dann ist der halt tot. Du kannst auch von der Vorratskiste erschlagen werden, habe ich gemerkt. Du kannst auch von der Vorratskiste erschlagen werden. Das ist aber auch mit in dem Humor von dem Spiel direkt mit drin. Es nimmt sich nicht wirklich so ernst. Mhm. Und das ist gut. Das stört dich vielleicht am Anfang vielleicht ein bisschen, aber irgendwann ist es einfach auch nur lustig. Es macht mir wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ja. Das ist einfach witzig. Flo, hast du davon schon was gesehen von Helldivers? Gesehen nicht, gehört schon. Helldivers gibt es 1 und 2. Redest du jetzt vom zweiten? Vom zweiten. Teil? Das ist gerade so das, was gerade so läuft, ja. Okay. Nee, habe ich noch nicht. Es ist, im Grunde spielst du ein Starship Troopers ohne Starship Troopers Lizenz, weil es ist von der Erzählung her genau der gleiche Stil, dieses übertriebene, patriotische, militärische, mit einem relativ, eigentlich mit einem besseren Witz als Starship Troopers, muss ich sagen. Der Witz ist nochmal drüber. Starship Troopers. Ich auch. Aber der Witz verhält aber es ist sogar noch ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Die Bugs werden ja zu Element 710 verarbeitet. Ja. Genau. Ihr kennt den Witz, ne, vom Auto, mein 710er Deckel ist weg. Ja, ne? Ja, ja, genau. Ja. Genau so. Echt? Das ist ja cool. Ja, lauter so Sachen. Und im Endeffekt, wenn du die Story verfolgst, stellt sich halt raus, die Menschen sind eigentlich die Bösen. Aber ich will nie mehr spoilern. Aber ja. Aber was hat man anders erwartet? Wahrscheinlich sind es im Starship-Kurs. Ja, diese Sprüche auch zwischendurch. Wenn du dann auf dem Feld bist und da irgendwelche Sprüche dir, auch deine Spielfiguren einfach irgendwas raushaut, wo du dich fragst, was soll das jetzt? Ja, genau. Und ich muss sagen, ich finde, die Waffen fühlen sich auch unterschiedlich an, wenn du mit anderen Waffen spielst. Das ist ein schönes Gefühl, dass du das Gefühl hast, du hast andere Waffe in der Hand und denkst auch wirklich, die verhält sich ein bisschen anders. Das mag ich sowas. Definitiv. Ich bin bis auf ein, ich habe ja beide, wie heißt das, Pässe, wo es da gibt, freigeschaltet übrigens mit Ingame-Währung. Ich habe kein Geld ausgegeben extra. Sehr gut. Habe ich mir geholt und ich bin von den Waffen, wo da drin sind, bis auf eine überhaupt nicht begeistert. Oh, echt? Ja, zwei. Die im Normalen, wo du gar nichts anderes brauchst, die sind einfach immer noch mit am besten. Also von daher finde ich es auch vom Balancing her, und so vom Pay-to-Win, obwohl es das ja bei einem PvE-Spiel eigentlich nicht gibt. Wollte ich gerade sagen, ja. Progress, keine ja, Ahnung. Ja, genau, das wohl eher. Aspekt ist es sehr gut umgesetzt in der Hinsicht. Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch schön diesen, wie du sagst, diesen PvE-Modus. Mochte ich ja bei World War Z aus, weil du hast halt einen kooperativen PvE. Und das ist eigentlich mein Lieblingsding. Kooperativ gegen Gegner ist genau mein Spiel. Das ist cool. So ein Koop-Modus, ne? Ja, finde ich super. So, wir müssen mal mit dir auch mal irgendwie sowas spielen. Ob Helldivers oder World War Z oder sowas in der Art. Das macht schon Gaudi zusammen. Selbst wenn man das Gefühl hat, anfangs, ich weiß nicht, wenn du einmal drin bist in der Gruppe, dann macht es mehr Spaß, als man vorher gedacht hat. War bei mir genauso. Ich habe auch gedacht, World War Z, weiß nicht, nur so ein Zombie-Shooter, aber es war schon, also ich glaube, wir hatten richtig Spaß, oder? Wir hatten wirklich Spaß damit, ja. Ihr hört mich noch, oder? Ja, ja. Ja. Steam sagt, ich bin offline. Okay, dann ist es wohl ein Steam-Ding. ich hatte wirklich Spaß und ich glaube, wenn Flo wirklich auch Lust auf Starship Troopers hat und Terminator, wenn du gegen Roboter bist, ist es eher so Richtung Terminator, dann ist das richtige Spiel für dich. Ich glaube, das könnte dir auch Spaß machen. Ja, das hört sich auch ganz danach an. Ich suche es gerade. Wo findet man es? Also bei Steam habe ich es gerade nicht gefunden. Da kriege ich nur Expansion Packs. Eigentlich schon. Helldivers 2. Also Diver, nicht Driver. Schreib's nicht so falsch wie ich. Wir hatten wir als Held. Ja, genau, Höllentaucher ist es. Das ist auch witzig gemacht, weil es ist ja im Grunde auch, als würdest du in die Tiefe tauchen, weil du in so einer Kapsel abgeworfen wirst. Deswegen passt das mit dem Diver auch echt gut. Ich finde. Und die Namen von den Raumschiffen. Ja. Ich habe meins noch nicht. Ich habe meins vergessen umzubenennen. Das hat jetzt einen ganz bescheuerten Namen. Warte mal, ich gucke mal kurz bei Steam, ob ich es finde. Aber ich habe es ja gekauft. Hast du es? Okay. Ich hab's gefunden. Ich habe erst nur den ersten Teil gefunden, darum habe ich weitergeguckt. Wenn du dann aber auf den ersten klickst, wird auch der zweite angeboten. Ah, sehr gut. Können wir mal im Auge behalten. Wir haben noch ein bisschen was auf der Liste. Ah, ist ab 18. Ah. Kannst du knapp anfangen. Na gut. Bist du knapp drunter.
Ja, die drücken bestimmt ein Auge zu. Ja, aber es ist schon, es macht schon Spaß. Es ist eine schöne, einfache Unterhaltung. Wenn man jetzt auch nicht zu viel von dem Spiel mal erwartet, sondern ein bisschen leicht sich unterhalten will, ein bisschen Action haben will, macht das schon Spaß. Und besonders, das ist ja nicht nur dieses stumpfe Abschießen, sondern du kannst auch Ressourcen sammeln da und dir damit dann die Ausrüstung verbessern und so. Kommt ja auch noch dazu, das ist schon ganz nett. Und du hast halt nicht dieses, was der Xan gerade sagte, dieses Pay-to-Win oder dieses extreme Lootbox-Thema, was du ja ganz oft bei Spielen mittlerweile hast. Brauchst du da halt alles nicht, das ist das Schöne. Mhm. Ja, passt quasi gar nicht. Ja, das ist doch, macht schon Spaß. Und wie gesagt, vom Starship Wars Geschmack her ist das schon eine coole Sache. Ich weiß gerade nicht, wie ich den Übergang zu Palworld kriege, aber ich schieb einfach mal rüber. Ihr beide habt Palworld gespielt. Ist jetzt kein kooperativer Shooter, ist jetzt kein normaler Shooter, ist, die würden glaube ich gerne sagen, kein Pokémon-Klon, wobei es sehr stark danach aussieht. Xanab, erklär uns mal, was Palworld ist. Ein Pokémon-Klon. Ja. Nein, oder ja, doch, eigentlich schon. Du sammelst Perls, wie sie da heißen, auch indem du ihnen irgendwelche Bälle an den Kopf wirfst, du prügelst sie runter, bis sie schwach sind, dann wirfst du ihnen Bälle an den Kopf. Der Unterschied zu Pokémon ist, du kannst die deine Perls dann für dich arbeiten lassen, in einem Steinbruch, Holz hacken, sonst was, um deine Basis zu verbessern. Oder du kannst ihnen Waffen geben gegen später, MGs, ja, also wirklich schwere Artillerie, okay, und dann deine Basis verteidigen lassen. Okay, du hast Pokémon mit Sklaverei dabei, ja? Auf gut Deutsch. Pokémon mit Sklaverei und Feuerwaffen, richtig. Ach, schön, das macht Freude. Flo, du hast auch reingeguckt. Du warst ja nicht so, das hat dich nicht so richtig gefesselt, aber wie war so dein erster Eindruck, als dich da reingespielt hast? Ja, es sah schon nach Pokémon aus, obwohl ich die Pokémon-Spiele auch immer nur angespielt habe. Ich habe, glaube ich, keins davon durchgespielt. Ich habe das Arceus gespielt auf der Switch, aber auch nicht durch, ungefähr bis zur Hälfte. Und dieses Palworld habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ich eine Stunde oder so gespielt und dann habe ich seitdem nicht mehr reingeguckt. Darum kann ich zu dem Spiel leider so gut wie gar nichts sagen. Ist ja auch nicht schlimm, aber es hat dich einfach nicht so gefesselt. Wo dran hing's? Was war so das, wo du gesagt hast, nee, irgendwie greift mich das nicht so richtig? Das kann ich gar nicht richtig beschreiben. Also so richtig ausmachen kann ich es nicht. Es hat mich einfach nicht wirklich abgeholt. Sonst wäre es ja ein Selbstläufer gewesen, dann hätte ich halt mal wieder reingeschaut. Aber ich bin da rumgelaufen, habe diesen Crafting-Table gefunden und dann liefen diese Wesen darum und eins habe ich mir auch geholt und dann habe ich aber irgendwann in Streams gesehen, die kannst du wohl irgendwie zu Saft irgendwie produzieren oder so und irgendwie war das nicht so meins. Ich wollte das nicht. Also Pokémon hat ja irgendwie, du tötest ja deine Pokémons normalerweise nicht. Du bildest die ja aus oder verkaufst sie oder lässt sie wieder frei. Und da machst du sie irgendwie, weiß ich nicht, zerdrückst du sie oder so. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber irgendwie wollte ich gar nicht mehr wissen zu dem Spiel. Habe ich festgestellt. Das ist auch so ein Ding, was mich total von dem Spiel abschreckt. Dieses Entsaften von Pelz. Xaleb. Echt? Was sagst du denn dazu? Ich habe keinen Safter gebaut. Soweit habe ich es nicht gespielt. Ah, okay. Hättest du es denn? So viel Platz, dass ich sie, dass sie einfach lagern. Wie lagerst du die denn? Wie lagert man den Pelz? Du baust irgendwann so eine. Werkbank will ich es jetzt nicht nennen. Das sieht aus wie so ein Computerterminal. Ja. Und da kannst du dann einfach reinziehen. Du hast einfach ein Interface und dann ziehst du der ganze. Ist das so, so ein bisschen wie die Kryokammer bei Ark? Oder wie muss ich mir vorstellen? Ja, genau. Ah, okay. Aber für die Ark jetzt nicht gespielt haben, da hat man halt so Kryotürme und da packt man halt quasi seine Saurier oder seine Tiere in so Kryokapseln und legt die dann da rein, dass die quasi da aufbewahrt werden sozusagen. Man kann die da jederzeit dann wieder rausholen. Und so haben wir das auch mal gemacht. Du erinnerst dich an unsere große Ark-Basis mit den, wir hatten ja dann diese S-Plus-Dinger, wo wir irgendwie, weiß ich gar nicht, 5, 6 von diesen oder mehr von diesen Schränken hatten. Voll mit Tieren. War ein bisschen mehr, ne? Ja. Ich will nur mal. Ja, Flo? Nur mal kurz als aufklärende, also ein paar aufklärende Worte bringen. Ich will diesem Spiel jetzt auch nichts Böses. Nein, das nein. Ist nur bei mir so. Ich habe diesen gesamten Gaming-Rechner noch nicht so lange, gerade mal ein paar Monate, und habe mir so viele Spiele runtergeladen, auf die ich alle mehr Bock hatte, sage ich mal. Und darum, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich da nicht weiter reingegraben habe. Klar, es hat mich offenbar nicht abgeholt, sonst hätte ich es getan, aber
Das liegt auch daran, dass ich sehr viele Alternativen habe, die ich viel lieber spielen würde. Ja, das ist eher der Grund. Ne? Es geht auch gar nicht darum, irgendwas hier, wir machen ja hier nichts runter. Es geht einfach nur darum, es gibt Spiele, die greifen, die packen einen direkt. Und es gibt Spiele, die packen einen gar nicht. Oder die packen einen nur wenig. Und dann sucht man sich halt das, was mehr Spaß macht. Das ist komplett normal. Da braucht man überhaupt nicht drüber reden, dass es jetzt ungewöhnlich wäre. Ja, und bei mir ist es gerade so eine ganze Flut dadurch, dass der Rechner erst neu ist und ich vorher gar keinen Gaming-Rechner hatte. Ne? Richtig. Dass ich jetzt so viel Auswahlmöglichkeit habe und dann nehme ich natürlich, suche ich mir natürlich erstmal die für mich besten, die Rosinen raus. Ne? Ja, dann, wo du es gerade ansprichst, nimm uns doch mal mit. Was hast du denn noch so in der Zeit, seitdem du deinen Gaming-Rechner hast, so angespielt an Spielen? Einiges. Ich bin ja ein Freund von Wirtschaftssimulationen und auch von Space Sims, also was ich so gespielt habe, auch Battlefront 2 als Shooter, weil ich halt auch ein Star Wars Fan bin. Mhm. Ich hatte Elite wieder gespielt, ich habe No Man's Sky habe ich intensiver gespielt, X4, Foundations. Da bin ich jetzt wieder eingestiegen, das ist auch eine Wirtschaftskampfsimulation, auch spielt auch im All. Port Royal 4 habe ich wieder ganz stark gespielt. Das sind so die Titel, die ich besonders gerne spiele. Und im Hintergrund läuft immer irgendwie Civilization 6. Das spiele ich auch sehr intensiv. Das war schon immer so deins, ne? Civilization. Das warst du schon sehr lange auf dem Schirm, ja. Es ist auch rundenbasiert. Und habe ich da vorhin schon gesagt, ich mag Zeitdruck nicht besonders gerne. Und diese rundenbasierten Spiele, die holen mich immer relativ schnell ab. Und weißt du, was ich am schlimmsten finde? Rundenbasierte Spiele mit Zeitdruck, wo du dann eine bestimmte Zeit hast, um deinen Zug zu planen. Das finde ich ganz ätzend, sowas. Kann ich auch überhaupt nicht ab. Jetzt hast du ein paar Spiele genannt, die wir, glaube ich, alle kennen. Xalep hat gerade ganz große Erfolge mit Battlefront 2 gehabt, gerade heute, ne? Ja. Nachdem es hoffentlich dann läuft, nachher. Ja, wir wollen dich heute noch Battlefront 2 spielen, dann im Stream später noch. Und das wollte irgendwie nicht, ne? Das ist auch ganz verrückt. Du hattest einmal. Erzähl mal ein bisschen, was Wahl. Das war. Ich hatte die Wahl, wenn ich es gestartet habe, hatte es entweder 120 FPS, aber ich konnte die Maus nicht verwenden. Also ich konnte sie wegschieben, aber er hat immer wieder genau in der Bildschirmmitte irgendwas markiert. Ich konnte nichts anklicken und nichts machen. Oder ich hatte die Maus und 3 FPS, aber auch im ganzen Spiel. Super, das ist ganz großartig. Und wenn ich es gestartet habe, hat er gesagt, ja, ich aktiviere dir jetzt HDR, obwohl du HDR im PC ausgemacht hast und in Optionen ausgemacht hast. Also macht er HDR an, stellt fest, oh, der will kein HDR, macht es wieder aus, wird Bildschirm schwarz, zum Spiel, wird wieder schwarz, zum Spiel, hin und her. Und dann ging es meistens halt einfach so, dass es nicht mehr spielbar war. Oh Gott. Das klingt schon sehr gut. Ganz, ganz komisch. Wir sind gespannt, wie das gleich noch läuft. Ja, Battlefront 2, ich habe heute mal reingespielt, nach langer Zeit mal wieder dann, ich habe es auch da getestet und ich muss sagen, das ist so eins, ich bin ja eigentlich mehr Star Trek als Star Wars Fan, aber dieses Spiel hat mir schon immer richtig Spaß gemacht, weil ich da die Lizenz mal passend finde, weil da macht dieser Shooter mit Lizenz richtig Spaß. Ich brauche jetzt keine Spawn-Figur oder sonst was als Lizenz jetzt, aber wenn ich so ein gesamtes Spiel habe, was sich darauf aufbaut, und Battlefront hat ja die Karten, das hat die normalen Fußtruppen in Anführungsstrichen, wir haben Fahrzeuge mit drin, wir haben Helden mit drin, das hat so eine komplette Chemie, die zusammenpasst für einen Shooter. Flo, wie ist das denn für dich als anerkannten Star Wars Fan? Ja, das ist natürlich ein besonders leckerer Bonbon, dass du in der Star Wars Welt spielst, auf den Schauplätzen, die Maps, das sind ja die Planeten aus der Filmserie. Es sind die Originalfahrzeuge, man kann sie mal von innen sehen, also wenn du auch durch so einen AT-AT durchläufst oder so. Da hatte mich auf der einen Karte in der Kampagne halt gestört, dass die Proportionen nicht ganz passten, aber man kannte es ja auch schon. Aber das ist halt schön, du hast diese ganzen Helden drin, es ist egal, ob das Boba Fett ist, ob das Palpatine selber ist, ob das ein Lando Calrissian ist oder die Bandbreite ist recht groß. Du hast viele Waffen, du hast Bonuskarten, die du ziehen kannst und einsetzen kannst für deinen Charakter, den du spielst. Mich hat das sofort abgeholt vom ersten Moment an, muss ich sagen. Ja, und die Auflösung ist toll. Ja, also es ist ein Spiel, was einfach Spaß hat. Wir haben das ja, Xan und ich haben das vor Jahren ja schon mal mit Moody und mit dem einen oder anderen noch gespielt. Und ja, ich bin mal gespannt, wenn wir gleich mal wieder reinsteigen, wie das so ist. Wir können aber noch mal kurz hier in was anderes einsteigen. Ich habe noch so ein, zwei Sachen hier bei dir von der Liste. No Man's Sky. No Man's Sky
Xanab, ich glaube, bei dir ist es ähnlich wie bei mir. Du warst, glaube ich, auch bei einem der ersten, die sich da reingehangen haben in No Man's Sky, oder? Richtig, ich war ganz am Anfang bei No Man's Sky dabei, war irisch enttäuscht. Kenne ich. Habe ihm immer mal wieder versucht, Chancen zu geben, aber es hat mich einfach nicht mehr mitgenommen, das Spiel. Aber wir werden ihm dieses Jahr noch eine Chance geben, weil wir wollen dieses Jahr die Multiplayer testen. Vielleicht ist es Multiplayer lustiger, ja? Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich finde die Idee von No Man's Sky ziemlich cool. Also, dass du wirklich diese Riesenwelten hast, dass du diese verschiedenen Völker hast, dass du diese Schiffe selbst variieren kannst, alles und selbst auf Planeten alles möglich machen kannst, finde ich eigentlich gut. Am Anfang hat man da durch zu große Versprechungen sich selbst das Leben schwer gemacht, hat das aber danach ja sehr schnell gerade gezogen. Oder nicht sehr schnell, aber sehr gut gerade gezogen. Flo, du bist ja erst später eingestiegen, glaube ich. Ne? Wie ist denn No Man's Sky für dich? Ich habe ja diesen Enttäuschungseffekt jetzt nicht gehabt. Ich weiß ja genau, Xanab hat ja erzählt, in der Anfangszeit, er lief auf dem Planeten rum und wusste überhaupt nicht, was er da machen sollte. Ja, genau. Ja, weil das hat auch nichts angeboten, das Spiel wohl zu der Zeit. Da gab es wohl auch unheimliche Bugs. Da hatte Queenie von erzählt, dass da die Saurier rumgelaufen sind, aber die waren dann irgendwie halb kaputt und die Polygone, das war nicht richtig ausgefeilt und das wirkt alles ein bisschen krampfig. Jetzt ist es eine richtig schöne Simulation geworden. Du kannst auf dem Planeten landen, du kannst rumfliegen, du kannst auf Stationen landen, du kannst craften, wenn du das möchtest, du kannst Stationen bauen, du kannst die Story vervollständigen, du kannst dort wachsen. Also ich finde das schon klasse. Und ich hatte irgendwann wollte ich das auch mal mit Scully spielen. Die hat das auch schon mal vorgeschlagen gehabt. Die hat auch damals mit Brain ein paar Stunden da gehabt oder zumindest hat sie sich mit dem mal getroffen. Dann haben sie sich gegenseitig ihre Station gezeigt. Ich finde das einfach spannend, dass sowas geht. Und dann halt in einem Spiel, was dir selber sehr viel Spaß macht, das ist natürlich großartig. Ne? Na Flo, darf ich dir mal meine Station zeigen? Ich weiß nicht, wie die beiden das gespielt haben. Ich war nicht dabei. Nein, alles sauber, alles gut. Nee, aber das ist halt wirklich cool. Ich mag halt immer gerade so Science Fiction ist ja auch so eine Herzenssache bei mir. Und wenn man dann Science Fiction zusammenspielen kann und das dann auch noch sowas ist, wo du halt nicht diesen Kampf im Vordergrund hast, das ist bei No Man's Sky ja gar nicht so der Fokus, ne? Dann ist das halt noch viel schöner, finde ich. Und dieses Erkunden, so mehr dieses, und jetzt sage ich Star Trek-Feeling, ne? Dieses Erkunden, Erforschen, das ist für mich immer Star Trek-Gefühl. Ja, das ist auch so. Und alleine da rumzulaufen, klar ist das auch irgendwann Grinding. Klar. Irgendwann wiederholt sich das, wenn du alles scannst. Aber ich weiß nicht, ich mag das. Oder dann halt auch ins Innere oder in Höhlen zu betreten zum Beispiel, dass du dann da guckst. Klar, da wiederholt sich die Grafik irgendwann, aber ich muss sagen, ich hatte schon sehr viele schöne, unterhaltsame Stunden in diesem Spiel. Das hat mich echt begeistert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt schon genau gut. Genau darauf hatte ich damals gehofft, wo ich es mir gekauft habe. Ja. Aber irgendwie war es das nicht. Du bist auf einen Planeten geflogen, dann bist du zum nächsten Planeten geflogen, denkst du, ja schön. Was mache ich jetzt hier? Da unten läuft jetzt halt ein bisschen ein Saurier rum, der sieht ein bisschen anders aus. Ja, geil. Beim fünften Planeten denkst du ja noch so, ha, gut. Und beim zehnten Planeten denkst du, was mache ich hier eigentlich? Ja. Ja, verstehe ich. Das ist halt dann schon so ein bisschen nervig, ja. Aber ich glaube, wenn man das zusammen spielt, macht das mehr Spaß. Kann ich mir gut vorstellen. Dass es dann nochmal ein ganz anderer Gaudi ist. Ja. Und was ich heute noch nicht so ganz kapiert hat, ist, ich will in dem Spiel rausfliegen, den Weltraum erforschen, aber ich kann auch meine Basis bauen, aber dann bin ich ja irgendwie auf den Planeten gefesselt. Ja, das kommt noch nicht so ganz in mein Hirn rein, wie das funktionieren soll. Ja, ich weiß, es gibt irgendwie Teleporter, wo der mir zu seiner Basis teleportierst. Genau. Aber nur mal gucken, wie es wird. Ja, wir werden das schon schaukeln. Genau, also das mussten die Spieleentwickler ja irgendwie sicherstellen, dass du halt auch springen kannst und nach dem Sprung zurück zu deiner Raumstation wieder zurückzuspringen, um mit deiner Forschung weiterzumachen. Ne? Das wäre ja irgendwo ein logischer Bug gewesen, wenn sie das wirklich so einkesseln, dann, wie du schon sagst, dann kommst du ja nicht weg. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, klingt schon mal ganz gut. Xanab, was hast du denn noch so gespielt? Du bist ja auch immer sehr untriebig, was neue Spiele angeht. Oh. Eigentlich hält Ivers jetzt nur. Ja. Bisschen länger schon zurück habe ich angefangen mit Warhammer 40k Rook Trader. Wenn ihr
wenn ihr im Warhammer 40k-Universum unterwegs seid und irgendwas Richtung Baldur's Gate mögt, sehr, sehr gutes Spiel. Muss also, ich unbedingt weiterspielen. Also rollenspielmäßig, ja? Rollenspiel, genau. Kam mir nur Arbeit dazwischen und das ist ein Spiel, wo du nicht einfach mal 2 Minuten spielst und dann wieder aufhörst. Ja. Da willst du und musst du schon länger Zeit für investieren. Ja gut, das ist bei den Rollenspielsachen ja eh so. Ne? Wenn du Rollenspielaspekt hast, dann ist es meist etwas, wo du mehr Zeit investierst, finde ich immer. Ja. Weil du halt dann Charaktere entwickelst, die weiter aufbaust und so weiter. Das ist eine ganz andere Nummer. Genau. Ein Spiel, wo du auch Entscheidungen hast, die sich auswirken und nicht gehen wir links rum oder gehen wir rechts rum und im Endeffekt gehen beide Wege wieder zusammen. Ja, klar. Wirklich ein Spiel, wo es Auswirkungen hat, was du machst. Aber ansonsten noch Skull and Bones die letzte Zeit gespielt. Macht's noch Spaß? Das Spiel macht sehr, sehr viel Spaß, aber du hast kein Endgame. Ach so, echt? Gibt's kein Ziel? Irgendwann durch und dann, ja, was mache ich denn jetzt? Ich hab nichts mehr zu machen. Und genau da sind wir jetzt. Gibt's da denn irgendwie eine Story oder ist das wirklich rein nur hier einen bestimmten Level erreichen oder wo ist das Ziel, was du so überhaupt hast in dem Spiel? Es gibt 2 kleine Stories. Ja. Du erledigst ein paar Sachen, die jetzt keinen richtigen Tiefgang haben. Okay. Die ist halt dich grob durch das Spiel führen. Ja. Die erste, ich glaube, beide erklären dir auch so ein bisschen, wie das Spiel dann im Endeffekt gehen soll. Also Tutorial-Stories quasi. Ja, genau. Ah, okay. Es ist wirklich, wirklich weniger als, ne? Also die Langzeitmotivation sehe ich da jetzt noch nicht. Schade. Warum sollte ich heute einloggen? Ja. Ja, es gibt auch Multiplayer, hatte ich gedacht, ja, sowas wie ein Destiny Raids oder irgendwas, haben sie gar nicht. Es gibt ein paar Bosse, die mittlerweile überhaupt keiner mehr macht, weil es gar keinen Sinn macht, die zu machen. Warum auch? Du hast keinen Grund, den Boss zu machen, ja, und so ziehe ich es halt durch. Ja, okay. Ja, das ist natürlich schade, wenn das so wenig zu unterstellen. Und das bei einem Studio, wo man eigentlich denkt, die können doch Geschichten erzählen. Warum haben sie es da nicht gemacht, ne? Ja, genau. Weil eigentlich sind die sind doch bekannt dafür, dass die Geschichten erzählen in ihren Spielen. Das verstehe ich. Geht mir nicht im Kopf. Also für 20 Euro würde ich sagen, ja, da kannst du mal locker 30 Stunden drin versenken. Ja. Macht Spaß. Ich hatte die ganze Zeit Spaß, wo ich es gespielt habe. Mhm. Aber 90 für die Version, die ich habe, würde ich definitiv nicht ausgeben. Meine Herren, ey. Aber ich hatte ja das Glück, es gewonnen zu haben. Von daher habe ich die 90 Euro auch nicht ausgegeben. Ja, Gott sei Dank. 90 Euro ist aber auch eine Hausnummer, ne? Mein Gott. Ja. Das ist eine sehr, 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 sehr hausige Hausnummer. Ja. Aber das ist doch nicht das normale blanke Spiel gewesen. War das irgendwie eine Deluxe Edition mit DLCs? Das war die Deluxe Edition. Deluxe Edition mit dem ersten Pass dabei und noch irgendeine Mission, die ich nie kapiert habe, welche das sein soll. Wahrscheinlich habe ich es mal aus Versehen mitgemacht. Und 3 Tage Frühzugang. Aus Versehen den Zusatzcontent schon gespielt, verdammt. Ja, ja, schade. Genau. Hat so lange gebraucht und hat dann doch zwar Spaß gemacht, aber nicht auf Dauer motiviert. Das ist natürlich schade für so ein Produkt, ne? Aber echt. Schade. Ja, aber man muss eine Lanze brechen. Viele Leute sagen, oh, schrecklich, warum kann ich Schiffe nicht entern wie in, ach, wie hieß es, Assassin's Creed Black Flag? Mhm. Das ist gar nicht drin. Du klickst halt einfach und deine Mannschaft ändert, du kriegst dein Menü. Aber darauf ist es nicht ausgelegt. Also ich glaube, viele sind mit einer falschen Erwartung rangegangen. Und wenn du die Erwartung rangehst, sehr schönes Spiel. Aber dafür hat man Assassin's Creed Black Flag, warum soll ich das denn da nochmal haben? Und genau, und in dem Spiel fährst du halt so oft an Schiffen vorbei, änderst die, fährst weiter. Wenn du dann immer umschwecken würdest in den Kampf machen, wieder zurück, das wird dich vielleicht die ersten 5 Schiffe Spaß machen und dann wird es dich nerven. Ja, klar, verstehe ich. Und im Endeffekt, auch wenn das Entern so schnell geht, gegen später habe ich überhaupt nicht mehr geentert. Ich habe die Schiffe einfach versenkt, um auch dieses Menü schon zu sparen. Ja, gut, verstehe ich, ja. Ja, ich habe lustigerweise mir, als ich Skull & Bones gehört habe, habe ich mir dann ein paar Tage später für den PC Assassin's Creed Black Flag geholt. Das hatte ich nämlich noch nicht auf dem PC und das wollte ich gerne nochmal spielen. Und ich habe es mir gekauft und soweit bin ich gekommen. Gespielt habe ich es noch mal nicht. Black Flag war das erste Assassin's Creed, das ich nicht durchgespielt habe und danach habe ich aufgehört, Assassin's Creed zu spielen. Ich weiß nicht, ich habe alle Spiele durchgespielt. Das war, glaube ich, 5.
bis zu dem, und da hat es mich irgendwann mittendrin verlassen, obwohl es ein gutes Spiel war. Aber das war ja zu der Zeit, wo sie jedes Jahr ein Assassin's Creed rausgehauen haben. Ja. Irgendwann war es halt einfach. Die haben es wieder übertrieben, das ist ja das Problem gewesen. Ja. Das wirkte nachher, ich habe nicht einen einzigen Teil gespielt, aber selbst auf mich wirkte das nachher schon inflationär. Ja. Ständig kam ein neuer Teil raus. Total. Total übertrieben. Dann, Flo, gebe ich dir einen sehr, sehr guten Tipp. Setz mal auf deine To-Do-Liste die Ezio-Trilogie von Assassin's Creed, Teil 2. Teil 2 mit den Zusätzen. Die ist richtig stark. Starke Geschichte das auch. Beste, ja, genau. Total. Also Ezio, die ganze Reihe. Kann man auch gut am PC spielen. Ich habe den zweiten auch am PC. Wie wird das geschrieben? Einfach Assassin's Creed 2 plus die beiden, was war das? Ich glaube Brotherhood und Revelations. War das Revelations? Ja, irgendwie sowas. Also Assassin's Creed 2 ist der erste und dann kommen die beiden, waren es DLCs oder waren das so englisch Spiel? Ich glaube DLCs waren es. Oh, ich weiß es nicht mehr. Oder kann es nicht überschreiben. Assassin's Creed 2 und dazu noch genau. DLCs. Und der Kram, der dazu gehört. Und der Kram, der Brotherhood und Revelations ist es. Okay, habe ich. Das ist die Ezio-Trilogie. Das ist, glaube ich, die, also für mich auch die beste Story in der Assassin's Creed-Zeit. Richtig. Okay. Cool. Haben sie viel erzählt und auch interessant erzählt. War schon gut. Ja, Skull and Bones. Was habe ich denn noch gemacht? Ich habe Command & Conquer Generals gespielt. Ich habe mir das Command & Conquer-Paket geholt. Es ist 17 Jahre, keine Ahnung. Und habe Command Conquer Generals mal wieder gespielt, muss sagen. Auch wenn die Grafik natürlich jetzt schon ein bisschen älter ist, das macht trotzdem wieder Spaß. Also ich hatte genug Spaß mit dem Spiel. Ist halt für Strategieleute, ist das gut, kann man gerne nochmal spielen. Hat die verschiedenen Fraktionen. Du hast ja, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene, die du spielen kannst. Und ich habe halt wieder Story gespielt. Habe von der ersten Fraktion, die, glaube ich, auch abgeschlossen. Macht wieder Spaß. Was man nur aufpassen muss, wenn man mehrere Bildschirme hat und 2000 Bildschirme rausgehen, dann klickt, dann geht einmal alles zu, muss das Spiel wieder anklicken, geht es wieder auf, kannst weiterspielen. Das ist ein bisschen doof, weil der mit der Maus rausfährt. Was habe ich sonst da gemacht? Ich habe den Ranch Simulator nochmal reingeguckt, habe gesehen, da gibt es jetzt Haustiere. Irgendwann müssen wir ihn auch nochmal spielen. Habe ich aber mit Tiger zusammen gespielt. Wobei ich da sagen muss, ich finde es ein bisschen schade, dass die Welt dann auch immer so ein bisschen leer ist. Okay. Da hätte man mehr draus machen können. Ansonsten war ich sehr zurückhaltend. Ich weiß noch, eine Sache, die ich Xanab gespielt habe. Xanab, hat sich der Tabletop-Simulator weiterentwickelt? Nein. Nee? Okay. Also, ich wüsste auch nicht, was sich weiterentwickeln soll. Er funktioniert ja an und für sich wirklich gut. Mhm. Wie sieht's denn? Hat's nochmal in die Liste geguckt von der Spieleauswahl? Ist das noch gut oder ist da irgendwie abgespeckt worden? Weil ich habe gehört, es sollen ja auch so ein paar Spielereien rausgegangen sein, weil die Entwickler da oder die Eigentümer der Lizenzen wohl nicht so angetan waren, davon, dass die einfach da drin aufgetaucht sind. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich vermute so, wie so ein Work, wo halt die Spieler selber Spiele machen können, es werden immer wieder die Dinger neu dann auftauchen. Ja, klar. Ja. Workshop. Und so war's. Ja, doch. Workshop, dankeschön. So fällt mir gerade auch wieder ein. Kann man mal gut nutzen, wenn man irgendwelche Brettspiele mal zusammenspielen will, halt nicht im gleichen Ort ist. Dann ist der Tabletop-Simulator schon ein schönes Ding. Und man kann den sogar in VR spielen, lustigerweise. Jo. Das war auch ein Problem. Wir planen demnächst mal Pen and Paper zu spielen. Mhm. Und es ist unter anderem der Tabletop-Simulator mit drin, was ich ja richtig gut finde dafür. Aber ein paar von den Mitspielern sind rechnertechnisch nicht so gut ausgestattet. Deswegen wird es wahrscheinlich Pen and Paper mit wirklichem Pen und wirklich ein Paper werden. Ach, schön. Jawohl. Und aber so Roll 20 oder wie das heißt, also so ein Online-Würfeltool. Ja. Aber sage so muss das. Das gibt es. Es gibt ein Würfeltool, damit der Icosaeder nicht dauernd vom Tisch rollt. Hier dieser 20-seitige Würfel und damit auch jeder das Ergebnis kontrollieren kann. Ja, sehr schön. Finde ich gut. Genau. Was, welches? Heißt Roll 20? Ja. Ja. Genau, das ist genau dafür ausgelegt. Nicht nur würfeln, da kannst du dann auch so ein bisschen Grafik machen, das ist so eine Webseite. Ich kenne mich aber nicht wirklich damit aus. Mhm. Ich habe nur davon gehört. Was wollt ihr denn spielen? Mhm. Was ist denn das Ziel, Pen and Paper? Welches Spiel? Wahrscheinlich wird es drauf rauslaufen. Ihr sagt euch das Schwarze Auge was? Natürlich. Selbstverständlich, mit wem redest du? Ja. Und da gibt es die schwarze Katze, der schwarze Kater. Ah ja, da haben wir schon gehört. Du spielst quasi Katzen, aber halt in dem Universum. Oh, das soll sehr cool sein. Das wird's wahrscheinlich.
Das habe ich noch auf der Spielemesse gesehen in Essen. Da bin ich auch dran vorbeigelaufen, habe mir ein paar Bilder mir angeguckt. Das sah sehr gut aus. Ach, sehr witzig. Genau, nur gut von gehört. Also vielleicht wird es das werden. Wenn das gut ist, dann musst du das mit uns auch mal im Tabletop-Simulator spielen. Okay. Sag ich jetzt einfach mal, ich bestimme jetzt einfach mal hier. Das kann man nämlich schön im Herbst-Winter machen, dann wieder Ende des Jahres. Finde ich sowas mal super. Schwarzer Kater heißt das? Ist das ein Abenteuer? Das ist ein ganzes System. Genau. Warte, das kenne ich nicht. Heißt. Das schwarze Katzen. Ich hab's aber auch schon gesehen. Dass das an mir vorbeigegangen ist. Ich meine, ich bin ja noch gar nicht so lange davon weg. Also irgendwie 87 haben wir aufgehört damit. Da ist dann was gekommen in der Zeit? Aber das ist sehr neu, glaube ich noch. Warte mal. Die schwarze Katze Grundregeln. Ich habe ja das Grundregelwerk. Warte mal, ich schmeiß das mal eben in den Chat. Seht ihr das auch? Vor kurz beim Amazon gefunden. Das sind die Grundregeln für die schwarze Katze. Ja, ich weiß auch nicht, warum der so lang ist. Der Amazon-Link hat gerade mal kurz kopiert und reingeschmissen. Oben aus der Titelleiste. Ich habe halt keinen Linkverkürzer bei mir installiert. Aber das sieht auf jeden Fall mega interessant aus. Ich habe es, wie gesagt, auf der Messe gesehen. Fand es da schon witzig. Ja, wenn das was kann, dann spielen wir das dieses Jahr, also Ende des Jahres mal im Tabletop Simulator oder einfach so. Braucht man nicht zwingend einen Simulator für. Ja. Hätte ich auch mal Bock drauf. Darf ich auch? Ich darf auch. Du darfst auch. Ja, ihr beide dürft, müsstet beide dürfen, weil ihr VIPs seid im Stream. Und das ist die Kurzversion. Das ist der Link auf die Webseite von Ulysses Games oder Ulysses Spiele. Dann packe ich mir mal direkt hier in meine Linkliste. Ich liebe Pen and Paper Spiele. Mein Problem ist dabei immer, dass man immer zu wenig Zeit dafür hat. In der heutigen Zeit. Ja, das ist ein Zeitfresser, das ist einfach so. Ne? Früher als Jugendlicher hatte man die Zeit einfach. Richtig. Ja. Aber ja, mein Gott, ja. Ich habe während des Abis das Schwarze Auge gespielt, lustigerweise. Da waren uns immer einmal die Woche sonntags getroffen, haben dann ein paar Stunden Schwarze Auge gespielt. Guck. Wir haben nie das Schwarze Auge gespielt, leider. Es hat sich nie ergeben, nie hat sich ein Game Master dafür gefunden. Ja, okay. Ich kenne es halt noch von den alten PC-Spielen. Ja. Wir haben meistens dann Dungeons & Dragons gespielt oder Shadowrun. Ach ja, Shadowrun ist ja mein allererstes Pen & Paper, was ich gespielt habe. Das habe ich auch gespielt. Ach, guck mal. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir da mal reingucken können. Wir haben noch so viele Pläne, aber so wenig Zeit. Das ist immer das gleiche Problem. Aber ja, genau wie beim Schwarzen Auge, auch Shadowrun. Ich habe auch diese Romane ja gefressen. Die mochte ich unheimlich gerne. Die habe ich wahnsinnig gerne gelesen. Ich habe hier, wenn ich jetzt mal kurz an der Wand vorbeigucke, gucke ich da auch auf ca. 20 Romane von Shadowrun. Also auch die waren, da waren sehr, sehr starke Exemplare dabei. Oh ja, das stimmt. Ich habe da auch mal welche reingeguckt. Kennt ihr den Film, der sehr stark an Shadowrun angelehnt ist? Blade, ne? Runner. Nee, sogar noch ein anderer, und zwar mit Keanu Reeves. Minority Report? Nee, Johnny Mnemonic. Mnemonic. Genau, dieser bescheuerte Name da. Ja. Kann den gar nicht richtig aussprechen. Der war sehr nah an Shadowrun dran, war vielleicht sogar so der insgeheime Shadowrun-Film. Ich pack mal nur den Namen in den Chat, weil die mal gucken wollen. Weil nicht den Link wieder bei den Amazon-Links hier. Und der Film ist auch, der ist nicht schlecht, aber er hat es nicht so ganz getroffen, was so in Shadowrun, hinter Shadowrun steckt, finde ich. Aber ich finde das auch richtig großartig, also auch wenn wir da über Spiele sprechen. Ich freue mich auch bei der Spielemesse immer auf die Ecke mit den ganzen Rollenspielen, da gucke ich mal total gerne durch. Weil ich Rollenspiele immer noch so eindrucksvoll und so spaßig finde. Also was heißt Pen and Paper Rollenspiele? Auch wenn du Shadowrun magst, auch wieder da, Flo, Cyberpunk. Ja, das habe ich schon. Siehst du, das ist einer der Alternativen, wo ich immer wieder gerne rangehe, wo ich dann Pale World gerne für liegen lasse. Ja. Würde ich auch jederzeit. Das ist eins der Spiele in den letzten Jahren, wo ich angefangen habe und durchgezogen habe und komplett durchgespielt habe, jede Quest und am Ende mir gedacht habe, ja, schade. Und du, das ist voll, ja, okay, diese Leere nach dem erfolgreichen Spiel. Ja, das ist auch manchmal schlimm, ne? Aber ich glaube, Xander, du warst auch einer von denjenigen, der ziemlich ohne Bugs durchgekommen ist, ne? Ich hatte einen einzigen Bug.
wo ich einen Gegner hatte, der war tot und der hat mich halt immer noch angeschrien. Der lag halt auch auf dem Boden tot und hat geschrien, ah, pass auf, da hinten, umzingel den, links. Ja, super. War dann halt beim Looten ein bisschen nervig, aber sonst hatte ich gar keinen Bug. Dann hast du es ähnlich gehabt wie der Storzi. Der Storzi hatte auch Glück, der hatte auch, glaube ich, bugfrei komplett, als er es gespielt hat. Wieso hat das Spiel denn den Ruf, einige Bugs zu haben und man muss Glück haben, dass man nicht draufkommt? Oder? Naja, am Anfang, bevor es durchgepatcht wurde. Das Spiel war am Anfang eine absolute Bug-Katastrophe bei manchen. Okay. Das war richtig schlimm. Aber die haben es wieder gut eingefangen. Da muss man sagen, die haben so viel Energie und auch Manpower reingesteckt, dass sich das richtig gut gefangen hat, das Spiel. Siehst du, das ist auch so ein Effekt. Früher, nehmen wir mal die Homecomputerzeit oder auch die erste PC-Zeit, alles vor dem Internet, da mussten sich die Softwarehäuser und die Spieledesigner viel mehr Mühe geben, um möglichst bugfreie Software rauszubringen, weil du nicht die Möglichkeit hattest zu patchen. Richtig. Zumindest nicht online. Es gab zwar einige Patches, wenn du zum Beispiel diese CD-ROM-Magazine gekauft hast, damals waren es dann noch Disketten teilweise, dann gab es dann die Version oder die nächste Ausgabe im nächsten Monat oder so, da waren dann teilweise auch noch so ein paar Patches drauf für ein Spiel, was es in der vorherigen Ausgabe halt gab. Richtig. Das haben sie manchmal gebracht, aber im Grunde musste man wirklich sich zusammenreißen und nach Möglichkeit beste Qualität rausgeben, weil mal eben nachschieben oder sowas, das war nicht so einfach. Richtig, man musste viel sauberer und viel vollständiger arbeiten. Du konntest nicht mit dem Day-One-Patch noch die Hälfte deines Inhalts nachschießen. Das musste halt mit Veröffentlichung fertig sein, nicht nur mit Veröffentlichung, sondern du musst das ja so fertig haben, dass du zur Veröffentlichung noch die ganzen CDs pressen lassen konntest und die ganzen Außenbedingungen schaffen konntest überhaupt. Das heißt, du musst ja vor der Zeit schon fertig sein. Ja. Kommt ja auch noch dazu. Da erinnere ich mich noch dran, ich glaube, es war Fallout 2. Es muss Fallout 2 gewesen sein. Also noch das Isometrische. Da hattest du so ein Auto. Und das hatte ich auch recht am Anfang gespielt. Und das Auto hatte einen Kofferraum und du konntest Zeug in den Kofferraum packen. Mhm. Und ich hatte das Problem, dass du hast immer Zeug in den Kofferraum gepackt, bist auf eine andere Map gefahren und der Kofferraum war hinterher wieder leer. Oh. Und da habe ich wochenlang immer auf die PC Action, PC Games gehofft, dass in der CD ein Patch für das Spiel dabei war, der das patcht. Es waren zweimal dabei, aber der Bug ist, bis ich aufgehört habe, immer geblieben. Oh, wie ärgerlich. Ich habe den Kofferraum halt nie wieder benutzt. Das weiß ich heute noch. Oh, wie ärgerlich. Ja, sowas erlebt man alles beim Gaming und ich glaube, wir haben mal kurz einen kleinen Überblick geschaffen, über was wir so gespielt haben und natürlich dürft alle ihr, die ihr jetzt hier live dabei wart oder im Nachhinein zuhört, uns wieder kommentieren, was ihr denn so gerade spielt und wie ihr die Sachen findet, die wir besprochen haben und wie ihr ganz andere Meinungen habt und gerne hören wir uns das im Nachhinein an und für diesen Podcast sage ich jetzt einmal und danke an den Xanem, schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und danke an den Flo, schön, dass du auch dabei warst. Ja, sehr gern. This is Dave Bradshaw, and you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.